Lieber Herr Dr. Broth, wenn man Ihnen gegenüber sitzen darf, ist man sofort in der Versuchung, über alle die großen literarischen Erscheinungen zu sprechen, die Sie zum Teil entdeckt und in den meisten Fällen gefördert und herausgegeben haben. Aber ich möchte der Versuchung widerstehen und möchte zuerst einmal fragen, es erscheint in diesen Tagen, wie ich eben gelesen habe, ein neues Buch von Ihnen über den großen Humanisten Johannes Reuchlin. Und das Buch heißt Johannes Reuchlin und sein Kampf. Warum sein Kampf? Ja, es ist sogar schon erschienen. Ich habe es schon wiederholt in den Auslagen gesehen. In der Hand habe ich es allerdings noch nicht gehabt. Ja, der Titel soll anklingen an ein berüchtigtes Buch, in dem auch ähnliche Worte vorkommen, und soll zeigen, dass es einmal auch andere Beziehungen oder den Versuch gegeben hat, zwischen deutschen und jüdischen Volk normale und richtige Beziehungen herzustellen und nicht die in dem dortigen Buch dargelegten. Ist das ein Roman oder ist das eine historische Schilderung oder eine philosophisch-historische Schilderung? Nein, nein, es ist eine historische Monographie. Ich gestehe, dass ich ursprünglich dachte, einen Roman zu schreiben. Später aber habe ich gesehen, dass die Wirklichkeit, oder um es mit einem Wort Goethes zu sagen, seltsam ist Prophetenlied, doppelt seltsam, was geschieht. Es ist tatsächlich in diesem Leben eines großen Humanisten so viel Abenteuerliches geschehen und so viel noch heute Rätselhaftes und so viel auch Humoristisches, dass es mir richtig schien, immer tiefer und tiefer in die Historie einzudringen. Und ich habe ja 3 Jahre meines Lebens daran gewandt, die historischen Studien zum großen Teil in Deutschland zu machen. So zum Beispiel hat mich der Stadtrat von Pforzheim, dem Geburtsort Reuchlins, auf das wirklich Wirksamste unterstützt. Und zahlreiche Bibliotheken in Deutschland haben mir ihre unschätzbaren Kodizes zur Verfügung gestellt, damit ich nach den Originalen das Leben Reuchlins historisch erfassen kann. Es wäre vielleicht darüber zu reden, was mich eigentlich bewogen hat. Ja, nicht, ja. Interessiert Sie das? Sehr, ja? sehr, Herr Dr. Broth. Können wir darauf eingehen? Also das klassische Buch über Reuchlin ist vor ungefähr 100 Jahren geschrieben von Ludwig Geiger. Ja. Es ist noch heute unerreicht in gewissen Partien. In anderen Partien aber hat die historische Forschung von sehr vielen Forschern, zum Teil auch in Pforzheim herausgegeben, neue Details ans Licht gebracht. Ich erinnere zum Beispiel an die Familienforschung von Decker-Hauff, Professor in Tübingen, der ganze Partien aus Reuchlins Leben zum ersten Mal klargestellt hat. Und daher war es notwendig, das Leben Reuchlins neu zu schreiben, mit Berücksichtigung dieser neuen Ergebnisse und noch aus 2 Gesichtspunkten. Die kabbalistischen Neigungen Reuchlins, eines seiner Werke heißt ja De Arte Kabbalistica, sein bestes Spätwerk. Diese kabbalistischen Studien wurden von der Literatur bisher fast immer als Spielereien, als kleine Irrtümer eines großen Mannes hingestellt oder wie der immer wieder auftretende Ausdruck, den ich eigentlich vorher gar nicht gekannt habe, als Alfanzereien hingestellt. Kennen Sie das Wort ein überhaupt? Ein schönes altdeutsches Wort, ja, ich kenne es zufällig. Nicht, ja. Und nun hat Professor Scholem an der Universität in Jerusalem, der beste Kenner der jüdischen Mystik oder der Kabbala eben, dargelegt und gezeigt, dass in diesem scheinbaren Hexeneinmaleins und Abakadabra sehr viel Weisheit verborgen ist, echte Sehnsucht von Menschen, die an ihren Zeiten gelitten haben und etwas Neues, etwas Fantasievolles, etwas Schönes in die Welt setzen wollten. Und so werden auch die Forschungen Reuchlins, das ist mein Beitrag, aus einem Unsinn zu Sinn. Ja, und ich glaube, dargestellt zu haben, dass
diese scheinbaren Alfanzereien eigentlich wirklich Weisheitssprüche, allerdings in einer verschlüsselten Form, metaphorisch oder wie es Reuchlin ausdrückt, in symbolischer Form darstellen. Und da bin ich schon bei dem Mann, auf den Sie in der Einleitung angespielt haben, bei Kafka. Es ist tatsächlich. Darf ich mal kurz zwischenfragen, Herr Dr. Brod? Ja, bitte sehr. Der Reuchlin ist Ihr letztes Buch. Ja. Können Sie überschauen, wie viele Bücher, und Sie haben ja Bücher sehr viel verschiedener Art geschrieben. Gott der Herr hat sie gezählt, nicht. Sie überblicken nicht mehr genau, wie viele. Aber es ist nicht so viel, wie man im Allgemeinen glaubt. Es ist, zum Beispiel habe ich für den Reuchlin 3 Jahre gebraucht. Und habe in der ganzen Zeit nichts veröffentlicht. Und ebenso habe ich in den Kriegsjahren nichts veröffentlicht. Also es läppert sich eben zusammen, wenn man 81 Jahre alt geworden ist. Ja. Und schließlich habe ich ungefähr mit 20 Jahren begonnen zu schreiben. Sie fingen mit 20 Jahren an, Sie waren aber als Literator, als Dichter, als Schreiber eigentlich doch wohl nicht angelegt. Sie haben doch auf einen ganz anderen Beruf zustudiert. Sie waren doch wohl Jurist vorerst und sind auch ja, Doktor. Ja, ich war sogar Postbeamter. Ja. Ich war Staatsbeamter und habe mich seinerzeit streng an die Maxime Kafkas gehalten, dass man aus der Literatur kein Geschäft machen darf und dass man dass die Literatur sozusagen Nebenberuf, wenn auch hauptberuflich sein muss. Aber das war ein Irrtum Kafkas. Wie ich dann später beim Prager Tagblatt in ihrem Beruf Theaterkritiker und Musikkritiker geworden bin, habe ich mich viel wohler gefühlt als beim Postdienst. Ich war ein sehr schlechter Verwaltungsbeamter. Ja. Wie Kafka ja wohl auch kein sehr guter Kafka war ein ausgezeichneter Versicherungsbeamter. Ja, Kafka war ein glänzender Beamter, obwohl er das nie zugegeben hat. Er hat einen Selbstunterschätzungskomplex gehabt und seine Chefs, mit denen ich ja auch noch zu seinen Lebzeiten und auch nach seinem Tode gesprochen habe, waren immer beglückt davon. Es sind ja auch die Beiträge, die er zu den Jahresberichten der Arbeiterunfallversicherung geliefert hat, literarische Kunstwerke, abgesehen davon, dass sie von höchst humanem Geist inspiriert sind. Aber wir wollten von Reuchlin sprechen. Ja, nein, wir wollen jetzt doch mal ruhig bei Kafka bleiben. Wann begann Ihre erste Bekanntschaft mit Kafka, Herr Dr. Brod? Ja, das war Sie sind ja gleichaltrig, ungefähr. Nein, er ist ein Jahr älter gewesen. Ein Jahr älter gewesen. Er war an der Hochschule schon ein Jahr und ich bin gerade in die Hochschule eingetreten. Und da haben wir uns in dem Studentenverein kennengelernt. Und zwar bei einer Debatte über Nietzsche. Da habe ich heftig Nietzsche angegriffen, während Kafka eigentlich merkwürdigerweise in seiner Jugend sehr stark Nietzsche gelesen hat und die ersten Briefe, die veröffentlicht sind, handeln auch davon, dass er einem Mädchen abends mit romantischer Stimmung auf dem Lande beim Schein einer Kerze Nietzsche vorgelesen hat. Und lernte ich ihn kennen und auf dem Nachhauseweg, der sich sehr lange dehnte, denn wir begleiteten einander hin und zurück, kamen wir in alle möglichen literarischen Probleme. Ich schwärmte damals für Meyrink und Kafka konnte den gar nicht leiden. Ja. Er war überhaupt merkwürdigerweise, das, was man heute nicht so richtig sieht, er war gegen alles Übertriebene und Exotische. Er war ein Muster von Besonnenheit und Mäßigung. Sein Ideal war damals Hoffmannsthal, den er mir erklärte. Und ich kann wohl sagen, dass in der ersten Zeit unseres Zusammenseins Kafka eine pädagogische Rolle in meinem Leben gespielt hat. Später habe ich dann auch in einigen Punkten auf ihn eingewirkt. Aber ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich aus 2 Motiven Reuchlin zu
bearbeiten begonnen habe. Also das eine war dieses mit der Kabbala und das zweite die Klage, dass er nicht übersetzt ist. Weder aus dem humanistischen Latein, okay, noch aus dem vorlutherischen Deutsch, schwierigen Deutsch, das er geschrieben hat. Und seine Meisterwerke, also nicht nur die zwei Komödien, die er lateinisch geschrieben hat, sondern auch der Augenspiegel, ein polemisches Meisterwerk so an die Seite zu stellen, etwa Lessings polemischen Werken wie Die Alten den Tod gebildet und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite die Werke, die eben im Geiste Platos als Dialoge oder Trialoge geschrieben sind und die auch, nicht auch ist falsch, die wirklich verdienen würden, dem deutschen Publikum einen seiner größten Söhne und einen seiner redlichsten Männer in deutscher Sprache, moderner deutschen Sprache, zu präsentieren. Überdies glaube ich, dass Reuchlin in keine lebende Sprache übersetzt worden ist. Im Gegensatz zu seinem Altersgenossen und Feind-Freund, wenn ich mich so ausdrücken darf, ja, Erasmus von Rotterdam, der vielfach übersetzt worden ist und der meiner Meinung nach, das ist natürlich, verliebt man sich in seinen Helden, ja, hinter Reuchlin weit zurücksteht. Sehr dankenswert, dass Sie Reuchlin, den Deutschen, uns in unserer Sprache jetzt erst einmal monografisch bekannt gemacht haben. Ja, Herr ich Dr. habe auch Roth, vieles übersetzt. Auch aber natürlich nur stückweise. Ja. Ich würde es als den schönsten Lohn meiner Bemühungen ansehen, wenn ein oder zwei, vielleicht drei Werke Reuchlins in hochdeutscher Sprache allmählich erscheinen würden. Ja. Das ist, diese Ehrenschuld ist noch unbeglichen. Ja. Herr Dr. Broth, als wir vorhin hier ins Studio fuhren zusammen, kamen wir an gewisse Punkte in Berlin vorbei, die bei Ihnen sofort Erinnerungen auslösten an Orte, mit Kafka zusammen beispielsweise auch in Berlin gewesen sind, zum Beispiel an der Siegessäule kamen wir vorbei und Sie haben auch über die Siegesallee gesprochen. Das war Werfel. Können Sie uns aus der Berliner Zeit Kafkas einiges erzählen? Sie waren ja auch in Berlin mit ihm zusammen. Ja, natürlich, ich besuchte ihn. Ich war auch derjenige, der ihn dann nach Hause gebracht hat, wie er schon beinahe nicht mehr transportfähig war. Ja. Habe ich ihn hier abgeholt und mit einem Arzt zusammen haben wir nach Prag und später ist er dann von Prag gebracht und von Prag ist er dann Sanatorium Kirling bei Wien gebracht worden, wo er gestorben ist. Ja. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit auf eine Sache zu sprechen kommen, die mir immer nachgeht, wenn es Sie interessiert. Ja. Das ist diese Legende, dass Kafka mich auf dem Totenbette gebeten habe, seine Manuskripte zu verbrennen. So habe ich zu meinem Erstaunen... Ja, das liest man immer wieder, diese Version. Also auf dem Totenbette war Kafka durchaus euphorisch aufgelegt und wir sprachen über eine Italienreise, die wir für das kommende Jahr planten. Er war nicht zum Sterben aufgelegt und dachte auch nicht an seine Nachlage. Überhaupt das letzte Jahr war ja ein schöpferisches Jahr, dadurch, dass er Dora Dümand kennengelernt hatte und mit ihr wirklich in einem reinen Glück in Steglitz hier bei Berlin gelebt hat und wieder zu schreiben und zu publizieren begonnen hat. Welche Bücher waren es, an denen er hier in Steglitz in Berlin arbeitet zum Schluss? Er waren hatte das die hier großen hauptsächlich Romane? Dieses Ein Hungerkünstler. Die vier Novellen, die im Hungerkünstler vereinigt sind, von denen besonders Josephine und das Volk der Mäuse meiner Meinung nach eine tiefe Bedeutung auch autobiografischer Natur hat. Mhm. Mit den Mäusen sind nämlich die Juden gemeint, die schutzlos, verfolgt, immer und durch die Jahrhunderte durchgehen und
die Josephine, das ist der Mann oder die Frau, die sich zum Führer und Sprecher der Verfolgten aufwirft, ohne die innere Legitimation dazu zu haben. Ja. Aber wir wollen über diese Dinge, die schon in die Kafkologie hineingehören, ja, vielleicht nicht sprechen. Nun ist die Kafkologie ja sehr ausgeartet. Sie ist ja fast gewuchert, seitdem Sie die Werke Kafkas posthum meist herausgegeben haben. Haben Sie oder hätten Sie, vielleicht ist das etwas töricht gefragt, haben Sie einen Nenner, auf den Kafka als Dichter zu bringen wäre, nachdem so viel Entschlüsselungen seines rätselhaft scheinenden Werkes versucht worden sind? Ja, ich glaube, er war ein Pionier der Reinheit des Gewissens. So würde ich ihn definieren. Er hat an das Unzerstörbare im Menschen geglaubt und hat dafür gekämpft, es rein und unverfälscht, vor allem auch natürlich, wiederzugeben. Dass dabei manches Groteske und Verzweiflungsvolle entstanden ist, ist durchaus selbstverständlich. Denn würden wir sagen, dass die Natur des Menschen nicht zum Verzweifeln ist? Im Gegenteil. Er hat hier da vielleicht noch untertrieben. Ja. Es ist, soweit ich empfinde, bei Kafka immer sein doch immanenter Sinn für Humor. Seine Komik, die spielt eine große Rolle, beispielsweise im Roman Amerika. Wie war er als Mensch? Lachte er gerne? Ja, oder muss man ihn sich so vorstellen, wie man ihn sich landläufig wahrscheinlich vorstellt, als eine Person der Angst, als einen verdrückten Menschen, als einen beiseite stehenden Menschen? Sie fragen sehr richtig. Das ist ganz falsch, diese landläufige Meinung. Ja. Er war, besonders also in den Jahren, wo die Krankheit ihn noch nicht überwältigt hatte, durchaus ein sportlicher, kühner, zu allen jungen Streichen aufgelegter, fröhlicher Mensch. Später natürlich, als er sah, dass er diese damals unheilbare Krankheit, Tuberkulose, hatte, da hatte er auch düstere Momente. Und um da auf das Frühere zurückzukommen, in einem solchen Moment scheint er diesen Zettel geschrieben zu haben, den ich unter seinen vermischten Papieren achtlos hingeworfen fand und den ich törichterweise veröffentlicht habe, wo er mich bittet, aber in einem Zettel, in einem gar nicht formellen Testament. Kein testamentarischen Nachweis. Nein, also juristisch überhaupt. Ein Zettel, nicht wahr? Ein zerknitterter Zettel, ich sehe ihn vor mir, ich habe ihn ja auch aufgehoben, wo er da diesen Wunsch ausdrückt und wo er glaubt, ich würde das tun. Und wir hatten damals auch eine Diskussion darüber und da sagte ich, wenn du dir einbildest, dass ich deine Werke wie ein Henker verbrennen werde, so irrst du dich, damit musst du einen anderen betrauen. Ja. Also ich habe das abgelehnt. Und später hat er ja selbst wieder begonnen zu publizieren. Das letzte Buch, der Hungerkünstler, ist hier in Berlin bei der Schmiede, einem nicht mehr bestehenden Verlag. Ja. Der mit Piscator damals viel zusammengearbeitet hat, erschienen. Und er hat noch die letzten Korrekturen gelesen, einen Bogen hat er noch korrigiert. Das Übrige habe dann ich korrigiert. Also er ist sozusagen mitten in der Arbeit gestorben. Es ist einem Lexikon, das in der Zeit der Barbarei oder Hitlerei erschienen ist, vorbehalten geblieben, über ihn zu schreiben, er sei in geistiger Umnachtung gestorben. Wissen Sie das? Das habe ich nicht gewusst. Ja. Ich habe es selbst gelesen. Ja. Und es sind furchtbare Sachen und furchtbar törichte Sachen, auch von Gutwilligen, über Kafka geschrieben worden. Herr Dr. Broth, mich interessiert eine Frage. Es gibt ein Buch oder den Versuch, den Anfang eines Buches, einer Kollaboration zwischen Kafka und Ihnen, ein Reiseroman, namens Robert und Samuel. Wie ist das damals zustande gekommen, dass sich zwei junge Leute, Sie waren doch damals noch vergleichsweise jung, vornehmen, einen Roman sozusagen vierhändig zu schreiben? Ja, das ist sozusagen
aus Reisetagebüchern entstanden. Wir haben jeder ein Tagebuch geführt und haben einander sozusagen gegenseitig verspottet in diesen Tagebüchern und haben die verrücktesten Einfälle gehabt in dieser Beziehung. Zum Beispiel wollten wir eine neue Form von Reiseführern entwerfen, die wir genannt haben, billig durch England, billig durch Frankreich, wo unter anderem war darin der Vorschlag, man soll eine Sprache schon mit den Fehlern lernen. Ja. Und man soll sich gar nicht damit abgeben, die reine Sprache richtig zu lernen, sondern man soll gleich die Fehler mitlernen. Ja. Und derartige Dinge. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass Kafka nicht der makabre Mann gewesen ist, sondern ein Mann, der zu Spaß und Lustigkeit durchaus aufgelegt war. Ja. Natürlich, ich will nicht missverstanden werden, natürlich hat er schwermütige Stimmungen gehabt. Er hat unter seinem Beruf in der Arbeiterunfallversicherung schwer gelitten. Mhm. Er hat unter dem Diktat seines ihn nicht verstehenden Vaters gelitten. Und wenn ich ihm sagte, warum willst du gerade von diesem einen Menschen verstanden werden, der dir so wenig adäquat und homogen ist, hat er nur die Achsel gezuckt. Da waren eben sicher Momente, die sich der rationalen Fassung entziehen. Ja, ja, ja. Herr Dr. Brot, Sie haben ja aber nicht nur Kafka sozusagen ans Licht gebracht und betreut, sondern Sie sind ja eigentlich auch der Erfinder von Franz Werfel gewesen. Ja, waren Sie mit ihm zusammen zur Schule? Es ist ja auch wieder eine Generation, ungefähr. Ja, er ist ja 6 oder 7 Jahre jünger als ich gewesen. Ja. Das war etwas anderes, nicht wahr? Werfel wurde zu mir gebracht von Willi Haas, der sein Mitschüler war. Mhm. Und auch Ernst Deutsch war in dieser, das war überhaupt eine begabte Klasse. Ohne Paul Zweifel, Kornfeld war auch. Ja. Das waren alles in einer Klasse von ungefähr 30 Leuten, nicht wahr, 30 Burschen. Und Willi Haas war eigentlich der Erste, der auf Werfel aufmerksam geworden ist, als Mitschüler. Hat ihn zu mir gebracht und ich habe dann seine Gedichte zu Axel Junker geschickt und mit vorgehaltenem Revolver sozusagen den Druck erzwungen. Ja. Denn dem Axel Junker haben diese Gedichte, der Weltfreund, gar nicht gefallen. Ich finde sie noch heute himmlisch. Ich finde sie heute auch noch die schönsten Gedichte, die man sich überhaupt in der deutschen Sprache... Ich bin weiter ein Verehrer Werfels geblieben. Sind Sie bis zum Ende mit Werfel befreundet? Waren Sie mit ihm in Kontakt späterhin noch oder hat sich das... Ja, da ist manches dazwischen gekommen. Ich habe mich dem Judentum und Werfel dem Christentum zugewandt. Das hat natürlich zu Schwierigkeiten geführt. Aber in den letzten Jahren haben wir einander wieder Briefe geschrieben. Gerade in den letzten Jahren. Und es ist mir auch gelungen, sein Werk Jakobowski und Oberst in Israel unterzubringen. Es wurde zu einem Zugstück. Ein ausgezeichnetes, geistreiches Lustspiel, wie wir solche nur wenige haben. Herr Dr. Brot, jetzt aber wieder etwas mehr von Ihnen persönlich zu sprechen und auf Sie neugierig zu sein. Sie sind 1938 von Prag aus nach Israel gegangen oder in das damalige Mandatsgebiet. Ja. Hatten Sie das schon immer vor? Sie waren zionistischen Bewegung, Neigungen, hat der Bewegung standen ja, Sie schon von vorher? Ich war aktiv in der Bewegung. Seit dem Jahr 13 schon war ich aktiv in der Bewegung und habe an der zionistischen Presse mitgearbeitet, die Selbstwehr, die mein Freund Felix Welsch geleitet hat. Und vorher andere wichtige Männer geführt haben und wollte schon immer mein sozusagen die letzten Jahre meines Lebens in Palästina verbringen. Der Beschluss wurde dann aktuell. Ich wusste aber nicht, dass die Gefahr so nahe ist, wie sie faktisch war. Es war tatsächlich der letzte Zug, mit dem ich fuhr, mit vielen anderen Zionisten. Und als wir über die Grenze kamen, durch Polen, Rumänien, fuhren wir über das Ägäische Meer nach Palästina. Es war eigentlich noch eine Touristenfahrt. Ja. Als wir über die Grenze kamen, erfuhr ich, dass die Tschechoslowakische Republik zusammengestürzt sei.
Ich wusste das gar nicht. Ich fuhr im Schlafwagen. Schlafend bringt man mich in mein Heimatland, wie Mombert singt. Ja, dieser ja. Satz passt auf mich. Sie haben damals aber doch immerhin noch die Möglichkeit gehabt, viele Dinge mit hinauszunehmen. Haben Sie zum Beispiel von den Kafka-Manuskripten welche bei sich gehabt oder haben Sie die, wie sind die spät alle? Alle Kafka-Manuskripte waren in meinem Handgepäck. Und befinden sich jetzt auch bei Ihnen in Tel Aviv, wo nein, Sie jetzt nein, leben? Nein, die gehören ja den Erben. Ja. Die fast alle sind jetzt in der Bodleiana in Oxford deponiert. Einige wenige, die er mir ausdrücklich geschenkt hat oder die ich ihm weggenommen habe und er hat dann später dann diese Wegnahme legalisiert, befinden sich in meinem Besitz. Zum Beispiel das Manuskript des Prozess und der Beschreibung eines Kampfes, der Brief an den Vater. Ja. Diese habe ich. Ich komme doch immer wieder, und man kommt, wenn man mit Ihnen spricht, immer wieder auf Franz Kafka zurück. Hat Franz Kafka Ihnen, während Sie entstanden, seine literarischen Arbeiten laufend gezeigt oder war er da heimlich? Hat er sich nicht preisgegeben, die Dinge, woran er gerade arbeitete? Er hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, also seine Introversion, aber er hat mir viel vorgelesen, sehr viel. Zum Beispiel gerade aus Amerika das unvollendete Schlusskapitel oder vom Prozess die ersten Kapitel. Hat er da Rat angenommen? Hat er Rat gesucht? Nein. Nein. Hat er auch. Das hätte man wirklich nicht gewagt, obwohl er eigentlich bescheiden und zurückhaltend war, aber literarischen Dingen war er souverän. Er selbst hat heftig an seinen Sachen kritisiert. Ja. Aber in literarischen Dingen habe ich eigentlich nichts. Ja. Herr Dr. Brutz, Sie sind jetzt also, leben in Tel Aviv, sind nur gastweise, zu unserer Freude hin und wieder in der Bundesrepublik in Deutschland. Sie sind Dramaturg am dortigen Theater. Wie hat man sich das Theater vorzustellen dort, an dem Sie arbeiten? Ja, eigentlich genauso wie ein deutsches Theater, nur wirken noch die Lehren mit, die alle diese Schauspieler, dieses Schauspielerkollektiv von Stanislavski und von seinem Schüler, dem Armenier Vachtangov, seinerzeit empfangen haben und die sich zum Beispiel in einer außerordentlich scharfen Durchdringung des ganzen Stoffes und sogar der Vorgeschichte, die in dem betreffenden Drama nicht vorkommt, äußert. Ja. Soll ich Ihnen da noch zum Schluss eine Anekdote erzählen? Furchtbar gerne, Herr Dr. Ja, ich habe, einmal hat mir Felix Salten erzählt, dass er mit der Adele Sandrock, die damals noch junge Damen spielte, die Eboli in Don Carlos, hinter den Kulissen auf und ab ging und dass sie sich plötzlich auf zur Bühne wandte und sagte, was ist das eigentlich für ein Saustück, in dem ich da spiele? Der Kerl macht ja seiner eigenen Mutter eine Liebeserklärung. Ja. Also das könnte bei der Habima nicht vorkommen, denn das Stück ist von sämtlichen Mitwirkenden diskutiert und ich möchte sagen, in die Adern aufgenommen worden. Herr Dr. Brutz, Sie haben gerade ein Buch publiziert, wovon Sie uns zu Anfang ausführlich und liebenswürdig gesprochen haben, den Reuchlin. Eine Frage, sind Sie schon wieder an neuer literarischer Arbeit oder machen Sie jetzt erstmal Pause? Ja, das Buch habe ich ja schon im März oder im April. Jetzt denke ich schon wieder an ein neues Buch, welches der Prager Kreis heißen soll. Außerdem erscheinen von mir jetzt mehrere Bücher, die ausgegangen sind in Neuausgaben, zum Beispiel, worüber ich mich besonders freue, das Buch Pierrot der Spaßvogel von Laforgue. Dass Sie wissen ja, dass diesen Dichter Jules Laforgue liebe ich über alles. Er ist noch wenig bekannt, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich schätzt man ihn meiner Meinung nach nicht vollständig, so wie er es verdient. Und im Inselverlag wird jetzt die Übersetzung, die ich im Jahre 1908, ein beinahe legendärer Begriff, zusammen mit Franz Blei herausgegeben habe, zu meiner Freude neu erscheinen.
Lieber Dr. Broth, ich sehe, Sie sind rege, Sie sind voller Pläne und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns so geduldig Ihr interessantes Profil gezeigt haben. Recht vielen Dank.